WM findet auch die Dade, Oktober, 1914. Und wir sind hier wie Frau Gesine Frerichs. Ja. Die wohnhaft ist in Rahe. Ja. Ist aber obstönt wie ihr Sohn Haie in Plattenburg. Und von Frau Frerichs will ich ganz gern was hören, was sie so in ihr Leben belebt hat. Mois und nicht so gut. Ja. Und das ist das, was wir hier festhalten wollen für uns Feenmuseum Eiland. Ja, aber. Mein Name ist Hajo Onken von Westrup Feen. Hajo Onken, ja, von Westrup Feen. Und wir haben bei uns, uns Kameramann, das ist Willi Meinders, der hält das allem fest. Und wir will doch ganz gerne hören, Frau Frerichs, wann sind Sie geboren? Wann? 21. Januar 17. 1917? Ja. Sie sind doch bald 100 Jahre. Das ist ein Heilsert. Ja, das ist eine lange Zeit nicht, ja. Und Sie sind Heilsert in Westgrofen, West, wo Sie wohnt haben. Ja. Und davon will ich ganz gerne was hören. Ich bin damals sogar, das ist per Zufall, der Mann, weil er verwundet war vom Krieg. Ja. Und da so will ich aber ganz gerne noch eben hören, wo Sie in Schaulau sind, wo Sie geboren sind, in welchem Dorf. Ja, ich bin damals in Rispe, Leehafe. Ja. Aber ich habe vergessen, meine Mutter, Dr. Frau, mit 14 Jahren ist man ja rückgegangen auf der Arbeit. Ja. Dat, wo das kommt, dass ich da geboren bin. Ja, aber Sie sind in Wiesens aufgewachsen, ne? Was denn? Sie sind in Wiesens aufgewachsen. Ja, mein Vater war gebürtig aus Wiesens. Ja, und da haben Sie auch Schule besucht? Ja, habe ich auch Schule besucht. Ja. 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 Und was sagt? Was denn? Dass Sie eine gute Schülerin waren, ne? Was denn? Sie waren eine sehr gute Schülerin. Ja. Und ja, ich hab ehrlich gesagt, als Einstieger von der ganzen Schule sozusagen eine Belohnung kriegen. Ja. Ich habe gut nur in Hubs. Für mein Lernen sozusagen. Ja, das ist ja, das ist okay. So gerne gelesen, ne? Ja. Alles, was ich erhaschen konnte, habe ich gelesen. Und, lesen, ja. Und das hat, und das habe ich so lange, als ich sehen konnte, auch überholt. Ja, ne? Und das ist dann auch eine neue Anerkennung, wenn man ja, dann... Ja, darum eben, ne? Dann und da kriege ich als Einzige von der ganzen Schule sozusagen, das war damals ein Realienbuch, nannten wir das. Ja. Das war so ein Dickbuch. Als Belohnung für mein Lernen. Ja. Aber da bin ich mit 14 Jahren so ganz zur Arbeit und das Mode nicht. Wo sind Sie da denn hingegangen zur Arbeit? Also erstmal ein Vierteljahr als Kindermädchen bei uns Pastor in Büsens. Ja. Pastor de Boer. Und damals kam ja Adolf Hitler an die Regierung. Ja. Und irgendwie umkürzte Beamten und alles die Gehälter. Ja. Krieg und Verstoß, die hat auch zwei Meiden sozusagen, ja. Kindermädchen und den Älteren. Da konnte ich gehen. Aber ich habe gelitten Arbeitsstelle wieder in Aurich. Aurich-Oldendorf? Ja, was denn? In Aurich-Oldendorf? Nein, erstmal in Aurich. Ach so, ja, ja. Ja. Krieg, da bin ich auch erstmal als Stundenmädchen und nachher habe ich auch noch ganz da was. Da bin ich auch konfirmiert und alles in der Aurich. Den abends wir da Konfirmandenstunde. Ja. Guck, und da habe ich da 3 Jahre in Aurich fest. Oh, 3 Jahre in Aurich? 3 Jahre, ja. Und da sind Sie in der Aurich-Oldendorf gekommen? Ja, guck, und da war ich war damals schon mal 17. Wo könnte du mir mit Aurich-Oldendorf? Da warst du so wie Suppe in den Schritt, ne? Was denn? Nee, Superintendent Otten. Ja. Otten, ja. Ja, guck, das stimmt doch, ja. Ich habe da erst 3 Jahre praktisch in Aurich, ich war erst als Stundenmädchen unterwegs. Ja. Und da höre ich bin damals nochmal 17, ja. Da habe ich meinen Mann kennengelernt. Ja. Und da passt meine Mutter an. Oh. Die spuk uns immer dorthin. Und da war ich froh, da habe ich das Frühjahr eine Nähstube an meine Freundin auch, habe ich auch hingegangen. Und dann zum ersten, ich weiß gar nicht, April oder was, da kam so ein Otten von Aurichdorf und
aber ich gehe da und frage, ob ich nicht wie kommen will. Ja. Aber Ordner war wohl verstor, aber nebenbei kleiner Bauer, kann man ja sagen. Kiko, okay, der ging nicht so, der hat nochmal zwei Wochen in Arbeit. Ja. Aber durch diese Gehaltskürzung muss ein weg. Ja. Und dann sind alles die Tochter gekommen, muss Schulden sollen er picken. Und somit sind ich nach Ollendorf hinkommen. Ja. Ne? Ja. Und da sind Sie erst als Kindermalpest? Nein, aber ich Kindermalpest bin ich fast schon der Boy im Wiesens. Ja. Aber die Ollendorf, er war ein guter Verstorer, aber nebenbei kleiner Bauer. Ja. Er hat Verkäufe auf Stahl und alles drum und dran. Ne? Aber es war ja alles gut, aber um 10 Uhr waren die Türen zu. Ja. Und ich kam. Da bin ich lang Arbeitstag. Ja. Von morgens 4 bis abends 9 Uhr bin ich noch gut. Und dann 9 Uhr, ich habe mit Samt und meinem Mann kennengelernt. Ja. Und ich komme ganz von Extrem nach Audi Wollendorf. Ja. Ich bin ein Stündchen binnen und dann bin ich da noch Schlött. Ja. Und dann bin ich auch sozusagen nicht. Guck, und da habe ich ein Feuer mitgemacht. Und da habe ich dann gekündigt und. War das denn weg? Aber da bin ich Suppendent, da mussten sie dann. Was denn? Da bin ich Suppendent, da mussten sie auch hier hinter melden, ne? Ja, die hat Pokoi, Luftstahl ja. Und alles. Ne? Und dann gingen sie mit Jürgen und Engel, ja, gingen sie ja, durch. Jürgen und Engel, und dann waren es um 4 Uhr. Ja. Ich, und dann bin ich auch noch, ehrlich gesagt, den 4 Uhr hin zu melden. Wenn Boden down hat, dann habe ich mich merken, heute auch noch nach. Ja. Und Jahre nachher, da bin ich ja verheiratet, da bin ich bestohlen, Orten nochmal aufgesagt. Da meine ich, ja, gesehen, sagte ich, so sind es von da auch nicht mehr. Nee. Kick, da haben sie mich, da darf ich nicht mehr mitmachen. Nee. Und dann musst du gesagt, aus der Karge gehen, ne? Jeden Sonntag. Ja. Und dann sind sie in Karge in Schlapp kommen, ne? Der Mittag, da sagt Frau Pastorin, Vatichen, du musst nächstes Mal ein bisschen lauter reden, gesehen hat, wie der geschlafen. Da hat man damals nicht reagiert, hat gesagt, und wie lange haben Sie geschlafen morgens? Ja. Da war ich auch schon 4-5 Stunden Arbeit hatte mich. Ja. Ne? Da man da als 17-Jährige, das war damals schwer, ja. Die Kohlen gehen gut Milch. Ja. Und da hört man auch Knochen dann an der Jagd. Ja. Ne? Ja. Aber da wurde damals nicht nachgefragt. Und dann verbinde ich Geld. Ja, ja. Da lässt kein graues Einkommen. Da kann man nicht beleben, nicht mehr. Ich habe ein Fahrrad, da habe ich damals ein ganzes Jahr arbeiten muss. Ja. Ne? Ja. Ja. Sonst war das auch noch verfügt, das Verhältnis. Ich habe wollen noch dafür angeguckt. Ja, und? Ja. Sehen Sie nicht, dass Sie so sparsam sind? Und dann haben Sie sich ja auch Kleider dafür kaufen wollen, ne? Was denn? Dass sie sich da für Kleider gucken wollen. Ja, da gäbe es doch wieder nichts. Und da kam die Inflation. Ja, und da war alles weg. Du warst alle. Ja. Ich weiß noch, wo ich holen, der wie mein Mann und ich, wir haben uns so viel Geld gespart. Ja. Und da sagte mein Mann zu mir, hätte es Liebe gehabt, dass ich nicht wieder gekommen wäre aus dem Krieg zu nehmen. Vor der Kommode sagte, wir fangen wieder an und wir haben doch geschafft. Ja. Ich habe mein Eigentum und Frau mein Auto holen. Wir haben ein schönes Leben gehabt. Und da sind Sie, haben Sie dort auch als 18 Jahre geheiratet? 18 Jahre? Also, so, ihr Mann haben Sie ja kennt. Und haben Sie dort auch bald geheiratet? Mit 18 Jahren? Ja? Nein, heiratet der Weg 21. 21, ja. 21. Und wo sind Sie da mit ihrem Mann? Was denn? Wo haben Sie da eine Wohnung kriegen? Wir haben damals erst in Wallinghausen war das. Ja. Und das war eine Aussicht, das war ein älteres Haus von einer älteren Frau, mit der Aussicht, dass wir das vielleicht kaufen konnten. Ja. Aber da ist damals auch nichts von Wort nicht. Und somit sind wir da ja per Zufall alles, weil mein Schwager in Haxum das heimleitende Armenhuse wieder. Ja. Und der zog hier nach. Mit der großen Fan übernahm das. Ja. Und das Heim hat damals in Haxum auch als Pferde und Kühe und Schweine und alles Mögliche. Mhm. Und wohin damit? Und Hörmann, was denn? Hörmann ist doch auch genau, Hörmann, Bernhard Frerichs, heißt er ja.
Der ist auch noch Militär gewesen, ne? Bitte dann? Ja. Ja. Und ist auch noch im Krieg gewesen? Ja, da können wir verwundert werden. Ja. Sehen, er will erst ein paar Mal reklamiert, weil er ursprünglich ein geborener Landwirt wird, muss ich sagen. Ja. Aber dann, Teile für ihn, bevor uns zweite Tochter geboren ist, du musst ein Dorf werden. Ja. Ja, kijk, da werde ich 2 Jahre nicht in Haus fest. Und wie er dann mal Urlaub hatte, da sagte meine, die zweite, was ist das für ein Onkel? Sie kannte ihren Vater ja gar nicht. Nee? Nee. Nee, so lange wert nee. Fest, ja. 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 Was er nahe mitmacht, ja. Und da ist er auch in Inkesselung wärst, wie Danzig, ja. Ja. Und wo ist er dort herumgekommen? Er war verwundet. Ja. Kurz vor Weihnachten, da habe ich geschrieben, dass er verwundet war und lag in Danzig und wartete auf ein Schiff sozusagen, dass die weiter konnten nach ja. Deutschland. Ja. Und da haben sie damals auch die Goslow ja. gesenkt, da auf genau. der Ostsee. Ja. Aber mein Mann, per Zufall durch einen Schulkollegen sozusagen, wurde ich gewahr, ich wusste manchmal gar nicht, ob er noch leben dürfte, nicht, dass er ihn auf dem Schiff getroffen hätte. Oh. Und der war nur leicht verwundet und mein Mann hatte ja die Beine kaputt, die können wir Bad Kissing ja. Kick, und du hast ein ganzes Jahr in Lazarett legen. Ja. So kam das alles. Nicht? Und da war es geschworen. Da war es geschworen. Ja. Genesungsprozess. Was denn? Da war es ein sturen Genesungsprozess. Das kann man wohl sagen. Ja. Da wollte ich ihn noch besuchen, aber da muss mit mir, ich hatte bei Wichtejahren und der hatte ich dann ja unterbringen müssen. Und die Nachbarin, deren Bruder lag da, die wollte da auch hin, in Bad Kissing war das. Ja. Aber bevor dat ich alles vorgeordnet hatte, wird man sehr mit Kindern, und dann war die weg und Gott sei Dank, da wird auch von dort leben. Ja. Den ganz schon in Lazarett leben. Ja. Ne? Ja. Ja. Und du kriegst Kriegsjahren jetzt zu Ende. Ja. Und du haben sie auch noch belebt, dass die Besatzungsmächte hier waren, die Kanadiers. Ja. Und dann haben sie in Wiesens belebt. Ich kenn Peter bei mir in Ohlenburg, die waren durch den Wiesens und dann gingen wir nach Westermoor und so das. Ja. Alles wegen der Fliege und alles, ne? Ja. Und dann war das nachts um 1 Uhr auf einmal, da flog ein Flugzeug oben und da habe ich gedacht, der Krieg ist aus. Ja. Ja. Du auf dem schnellsten Wege wieder nach Hause hin. Und wie ich da in Rahe kam, da sagte mein Vater zu mir, du sei toll, dass du in Hause hinkommst. Und da waren damals auch, ich hatte eine Familie als Aurich in meiner Wohnung aufgenommen, weil die damals alle aus der Stadt rausflogen. Ja. Aber na, das Haus kam leer und da wird die Waffen stehen, dann stimmt. Und ich war am Saubermachen. Und in Wallinghausen hatten wir da die Mietwohnung und ja. Da sehe ich noch gerade, wie unser Nachbar sich irgendwie mit 2 Soldaten unterhält. Ja. Und dann, gerade gegenüber wohnte meine Schwägerin und Schwager und da kommt dann ein Soldat rüber bei mir rein, stellt sein Gewehr und Anke und Hilde, die meine beiden Ältesten waren damals klein und drängt mich in der, wir haben da war so ein kleines Nebenzimmer und will mich dort vergewaltigen. Ach. Und dort bin ich an Schreiben fangen, das letzte Gedenken. Ja. Und nachher sagen sie, der ist betrunken gewesen, aber ich habe Glück, er soll nachher auf der Strafe geworden sein, nicht? Ja. Glück. So ist er auch, so bin ich immer noch glimpflich aufgekommen. Ja, und du haben sie sogar Moor vertrocken, dass sie... Was denn? Du haben sie sogar Moor vertrocken. In Moor? In Moor, ja. Ja. Wie das da ruhiger war. Ja, das wird Wester Moor. Ja. Das ist Wiesens und dann liegt da ein praktischen Wald dazwischen und dann noch ja. Moor und so wie der Nachsänger, ne? Ja. Ach ja. Vergeht man auch nicht mehr, ne?
Ja, und da sind Sie nach Westgrafen gekommen. Ja, das kam auch ein Zufall. Mein Schwager war damals in Haxum, dann nennen sie da Armenhaus. Ja. Und dann sind sie Kreisführer geheim. Und da ging Landkreis Aurich-Wiesch und verkauf Haxum an Oldenburg, glaube ich. Ja. Und da kam die große Gärtnerei rein, Versuchsgärtnerei. Oh ja, das ist das Gelände, ja. Mittlerweile mit den Flüchtlingen, da waren es 90 Personen. Und ja, da war mein Schwager dann so viel Arbeit damit. Und mein Mann mit seiner Verbindung ging dann aus Langeweile nach Haxum und somit so wieder in die Arbeit mit reingeschlittert. Ja, genau. Ne? Ja. Guck, und da in der übernahm mein Schwager, das ist ein mittelgroßer Fan. Ja. Ja, aber das waren wir bloß Gebäude. Und er hatte auch ja Pferde, ein paar Pferde und Kühe und all so was dazugehört. Wohin mit den Tieren? Und dann war er in Westgroßefehn, außerhalb des Dorfes, mit Museum zwischen ja, Timmel und ja, Dorf. Da hatte Bürgermeister Buscher die Scheune ja, mit 2,5 Zimmern ohne Strom und alles. Ne? Ja. Und da verkaufte, musste oder wollte, ist es egal. Oder? Und da verkaufte er diesen Sachen an ja, Landkreis Aurich. Ja. Guck, und mit Schwager ging ja noch mit, Josefin, mit seinen Leuten. Ja. Und da hieß es bloß, sind sie bloß so, dass sie einen Bruder mitkriegen. Ja. Guck, und da war die Arbeit für meinen Mann. Das richtig, ist eine große Wohnung, konnte ich nicht mehr. Und dann sind wir 52, glaube ich, sind wir nach Westgrafen übersiedelt. Ja. Ja. Da war es erst trostlos. Bis Schneesturm sind sie angekommen. Ja, Schneesturm war es. Ja. Kein Strom, kein Wasser, kein gar nichts. Nee. Die Wohnung war wohl vermietet gewesen. Und die Vorpächter, das war Johann Entscher. Was denn? Die Vorpächter. Das war Johann Entscher. Ja. Ja. Und der war, hat auch Mama dann auch wohl Durst. Ja. Und wenn er da wegkommen ist, dann haben sie fröhlich Reis ausgenommen. Ja. Aber vergessen damals für die Landschaft, das war alles noch ziemlich kahl bis ja, Emmen. Ja. Und dann haben sie vergessen, Fensterstier zu bauen. Ja. Da konnte ich da rausschlucken, wo da waren Fenster teilweise kaputt, aber der Bürger es behalten muss. Ja. Aber so nah und fern haben wir alles geschafft. Ne? Ja. Ach ja. Ja, Johann Entscher. Was denn? Johann Entscher muss ja gehen Pferden, ne? Johann Entscher? Ja. Ja. Und dann hat er Feihändler, der Björn Quim. Ja. Und er wurde durch die Pferde, ne? Ja. Ja. Und ja, ja, okay. Weiten Sie denn auch, dass er eines Tages da an Schlachten wärst ist? Und er wurde Wurst einkaufen. Stimmt. Ja. Und dann war der Topf irgendwie leer, hier ja, ohne Wasser na, oder was. Genau, drüben. Und dann haben die Leute gemeint, das wären Bomben oder was, ne? Ja, du warst schon, ne? Irgendwas. Und da gibt es dann auch ein Gedicht von. Ja? Ja, da gibt es ein Gedicht von. Oh. Das Gedicht, das besteht auch noch. Ah. Aber da ist dann ein Absatz in, wo dann der Kokpot unten an der Fliegen da ist. Und hey, mein Neid wird beschrieben. Ja, ich weiß. Du heit das der, oh leibe Tiet, oh grode Not, nu schreitens mir mi Wief noch tot. Ja. Ja. Ja, da oh, war schon, da war schon grode Unruh. Was denn? Da warst du in grode Unruh. Und Johann Entscher hat ja noch kein Telefon. Und er wollte die Polizei rücken. Mhm. Und er muss das Schloden robben. No, Andreas Bosian, der hat ja Telefon, dass Johann Entscher überfallen wurde. Und da ist die Polizei gekommen und da haben die dann festgestellt, dass bloß die große Kuckpotte im Buttenstein die unten an der Flogen war. Ja, ich weiß. Ja. So, was kannst du beleben, ne? Was wird das in Behalf in Westgrafen sein?
gewesen sind manchmal. Und der Landkreis hatte damals schon noch Land in Popens und Sandhorst. Ja. Und dann ging morgens auf Tag mein Mann mit Pferd und Wagen. Und dann ging von heim ab, wie dann von den Jungs, gingen mit ihm. Und dann gingen sie dahin zu pflügen und ackern und alles. Und ich so gar gedacht, allein in Wesselfein. Ja. Das ist mir manchmal nicht. Ja, das auch. Was ist da? Ja, aber Bernhard Friedrichs muss ja gerne Landwirtschaft machen. Ja. Und hängt da ihr Leib an. Ja. Und hat das auch ja recht gut bewirtschaftet über lange Jahre, ne? Wie wir damals in Ruhestand gegangen sind, ich krieg damals einen leichten Schlaganfall. Ja. Da sagten sie, der Landkreis war noch ein Ausschuss im da. Die Monille mit Friedrichsberg, dass alles so bleibt. Wir haben ja bloß zum Nutzen vom Landkreis gearbeitet, sozusagen. Ja. Ne? Ja, ja. Und ich glaube, ein halbes Jahr, du bist auch kaputt. Ja. Wo wir Kinder haben Sie denn Großtrocken in Grofheim? Einen Sohn und 4 Mädchen. 5 Kinder? Ja. Ja. Meine Älteste ist auch 72, 73. Ach so, okay, und dann kommen die Dümmsten genau. Ja. 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 Und wenn sie dann hier kennen, was denn? Wenn sie dann hier kennen, tut wegen, er hat mal waschen müssen, dann was sie einen Badetag ansetzt, ne? Wo lebt das denn so? In Baskirchen, da stand ein Gruppenbadewagen damals, ja, in die Achterkirchen. Da waren Holzdeckel drauf, und dann in der Ecke stand ein Kopfwort, kann man wohl sagen. Ja. Da konnte ich dann warten, weil draußen war bloß eine Regenbacke, sozusagen, ja. Anders würde ich ihn warten. Und dann muss ich da warten, halt. Ja. Kick, ne? Und nachher, ich weiß nicht, ob das. Frau Schuwe, da musst du, wenn du ja auch für Kreisdirektor. Aber was es so war, da würde ich von mir, da Frau Schuwe, da sagt, oh Gott, Frau Friedrichs, haben Sie das noch nicht? Und da hat sie so gedacht, geklärt, den Föhrenstahl, da wurde ein neues Stück aufgefremd und da kriege ich den primitiven Toilette und Badewannenstunde mit, dass wir uns wenigstens einigermaßen vernünftig waschen können und alles, ne? Und dann kamen die Kinder, alle 5, ein nach einer in Bauwagen, ja? In Zürich Baute. Ja. Da war es noch was, ja. Oh ja. Ja. Ja, früher war das alles ein bisschen einfacher, ne? Ja. Ach ja. Und in der Tief war die Toilette auch ja noch 8 in den Schuhen, ne? Ja. Da muss man 8 2 lang, wenn man erst mal rufen muss. Ja. Und dann kommt da in Düsten mit Behelp, ne? Ja. Ja, und als Bürgermeister Bürgermeister. Und da war auch schon eine Hengststation war damals. Ja. Wie Bursche. Und dann Gastwirtschaft Helgoland. Dahinter war ein großer Schuppen. Da konnte man dann von der Landwirtschaft aus Düngemittel und alles Mögliche kriegen. Und ach, neben dem Schuppen war auch eine Poststelle. Ja. Ne? Da wurde damals von der Frau verworben, ne? Ja. Ja. Frau Lini Onken. Was denn? Frau Lini Onken. Ja, ich konnte mir was um heute. Der hätte ja lange Jahre gemacht, ja. 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 Der Kanal da früher in der Westkurs, ich finde, der auch wohl breite West. Ja. Und früher sind die Torschiffe von der Fein, ja, noch eben und haben den Torf da verkauft und dann, was sie da brauchen, den von eben wieder mitgebracht. Ne? Ja. Guck, der Kanal war damals ja nicht mehr so breit. Ne? Nee, der ist doch mal Löcher gemacht worden, schmaler gemacht worden. Ja. Wie war die Autoverkehr teilnehmen. Ne? Ja. Ja. Westkofen hatte da die einklassige Schule. Ja. Und auch noch erst bald nicht. Die Schule ist da noch. Was denn? Die Schule ist da noch. Das so. Aber dort ist ein Webstufe in. Ja. Ja, Webmuseum. Ja. Ja, dann war das auch Onkel Onno im Dorf, wo wir dann viel mit zusammen waren. Onno, ne? Ja. Ach ja. Ja, und in Westgrofen,
Da haben sie ja in der Pfei, sie haben ja Kühe und Schwein und Hühner. Und das, was sie da produzieren, denn, wo bleibt das denn? Das ging alles zum Heim. Das ja. Heim war praktisch, jeden Tag ging 40 Liter Milch zum Heim. Ja. Da bin ich vorwärts, die haben ein paar ohne die Kinder und die arbeiten dafür. Und die können die bei uns zum Melken haben, zum Lunch. Und dann haben sie, wir wissen das Übrige, was der Löwe will, das ging noch Molkerei hin. Ja. Und jeden Tag 40 Liter Milch, ja. Jedes Wochenende so ein Eimer voll Eier, ja. Von Hörner, die lernen den, ja. Ne? Und ja. Alles im Garten, wir haben die alles, das Heim wird praktisch Eigenversorger, das muss all an Gemüse, Bohnen und was habe ich da alles. Und das war auch noch Heim, Herr alles zum Heim, ne? Ja. Und ja. Dann wurde er um Schwein schlacht, ne? Was denn? Dann ja. Wurde er um Schwein schlacht. Ja. Mit Ausnahme von der Hayden Mountain, aber sonst wurde alle Augenblicke mal Schwein geschlachtet, die Futter ja. Wieder. Ja. Und dann wieder Jungs von Heim, die haben dann so einen Würpser wie auch so eine Schiffkarre. Ja. Und dann kam jeden Tag Kartoffelschale und was in der Küche so übrig geblieben war. Und da wieder Schweine wenn mit Futter, ja. Ne? Ja, wo die Hausabfälle wurden auch wieder verwertet. Alles wieder verwertet, ja. Ne? Ja. Ja. Da war alles. Damals wurde ich noch, wenn die Korn erntet wurde, dann wurde ich noch in Schelm fleht, ne? Kennen Sie das auch noch? Was denn? Das hat Korn in Stroh, in Schelm fleht. Ja, wurde. In der Schelm. Ja. Und dann wurde im Winter da duschen, ne? Ja. Kennen Sie das auch noch? Ja. Ja. Kennen Sie auch sicher in Westhofen? Denke im Brunken war das. Ja, genau. Die haben das Maschine und die trug dann über Dörfer. Ja. Und überall, wo es war, da wurde dann duschen, ne? Ja. Und dann hat mich das gefreut. An und für sich, das war früher jetzt ein Stil. Also mein Mann war, ich vergesse nicht mehr, dass er mit seiner Landarbeit, da will er ja 1a in Bekuslern. Ja. Und dass er dann sagte, da könnten die Bohnen so vom Schiff aufschneiden. Ja. Also das war früher so, also wer nicht sein, hier, mein Eulen, Schwiegereulen, der hat noch Leutenlandwirtschaft damals in Rau, ne? Ja. Aber was kein Großbauer war, da will er, ne? Das war früher so, eine Bauerntochter. Der muss auf den Bauer heiraten. Ja. Und ich weiß noch, damals in Wiesens, da war der Einbauer und der hat den Maid von Pistole heiratet. Also durch das ganze Dorf so aufgeregt, das gehörte sich nicht. Nee, was? Ein Kapogel, ne? Ja. Was? Ja. Ja. Da war es damals so ein Dünkel, ne? Ja. Ja. Da hat sich ja Gott sei Dank was geändert. Das hat sich geändert, ja. 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 Mhm. Ja. Ja, und wenn Sie dann da bei den Hus angegangen waren, auf das Schwein schlachten warst und auf das Döschen warst, dann mussten Sie die Helpers haben. Und die Helpers kamen meist auch von heim, ne? Was denn? Die Helpers, die kamen auch von heim, ne? Da waren ja die Jungs und Frauen, wo so ein bisschen was am Fehlen, ne? Ja. Die körperlich auf geistig nicht ganz. Nein, körperlich wohl, aber geistig nicht. Nicht ganz. Ob sie was da war ein Pole dabei und dann erzählte mir, der muss wohl Gogon mit Polen, so wie seidene Hemden sind kalle, denn Frau, sie wissen doch. Und er vertellte mir, wo Gott das hat an den Polen nicht. Und die werden hier wohl bleiben, was wohnen, was für die nicht ist, egal. Ne? Ja. Und er war so sauber und so auf seinen, so sparsam mit seinen Kleidern und alles, ne? Ja. 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 Der Hemd Schlechtiden hat und Hemd dann mit dem, was sie haben, sind sie auch Geld mit umgehen, dass sie möglichst nichts unnötig anschaffen müssen. Ja. Kein Geld ausgeben müssen für das, was sie Geld sowieso knapp haben, ne? Ich weiß noch, dass einmal, da war ich auch nicht ängstlich, das war ja ein Viehkaufmann. Ja.
Und da standen die hinten in der Tür und ich weiß nicht, was er kaufen wollte, ob das ein Wohlkalbfahrer war. Und da dachte er, der ist mein Mann, muss auch immer mit mir stimmen. Ja, sagt Opa, sag ich immer, mein ja. Mann stimmt. Wenn es mein Eigentum wäre, dann würde ich die schenken. Aber ich muss für den Landkreis arbeiten. Genau. Und dann würde ich auch sein, nicht? Muss ich Rechenschaft auflehren. So ist ja. Ja, und das haben die nachher auch gesagt. Die Monille mit Freilichtwerkheit, dass das so bleibt. Und ein Jahr wird alles kaputt. Ja. Nicht? Ja. 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 Können Sie sich auch noch dort besinnen, wo die Lüheiten sind, die Behör... Was denn? Wo die Lüheiten sind, die Behör so in- und Utgang sind, Jonny und Edi. Ja. Ja? In die Puppes und ja. Jonny und den haben ein paar Wichter, die haben ein paar, da bin ich Wilhelmine, bin Holländerin. Ja. Und dann Anna Kodes. Ja. Das war eine Tochter vom Bürgermeister von Wallinghausen. Ja, die kommen da wie uns zu merken, ne? Ja. Abends und morgens, anschließend mag ich einen Tee. Ja. Ja. Und das war noch familiär. Was denn? Das war dann richtig familiär. Ja. Dass die noch wie hier in Köken sitzen den und im Mittag in Tastelinken den. Ja. Wenn Arbeit da war. So, morgens, wenn merken da wird, dann mag ich Tee. Ja. Ein Jung habe ich gar nicht da und da ging abends, dann habe ich ja wieder noch Time, ne? Ja. Kijk, wir haben ja so viele Schweine wurden ja. Bemästet und kijk, das Heim wird damals Gemüse und alles ging noch heim mehr, ne? Ja. Ja. Viel Lust und Liebe gehört dazu, ne? Ja. Aber kijk, da muss ich meinen, ja, er hatte damals schon gesagt, mit 60 muss ich wohl auf Rente gehen und da kriege ich einen leichten Schlaganfall. Ja. Kijk, und da habe ich auch Glück, dass in Rahe das Haus vermietete und die haben so etwas gekauft, dass wir da wieder einziehen konnten. Und da sind Sie wieder. Da wieder von vorne angefangen. Ja. Ja. Aber na. Aber da war es ein Kinder groß und da konnte er ja helfen. Das kann man wohl sagen. Ja. Ja. Was ja. Hätten wir mitgemacht, ne? Ja, Mois und auch nicht so Mois, ne? Ja, das Leben ist vielfältig. Ja. Ja, meine Schulkollegin, die sind nur die beiden, die bei mir auf der Schulbank saßen, die sind nur 25 Jahre weg. Ja, so lange. Was er wie schöne Hochzeiten feiert. Grüne, silberne, goldene, Diamanten und eiserne Hochzeiten. Ja. Und was haben Sie mit Ihrem Mann feiert? Was denn? Wo lange sind Sie mit Ihrem Mann verheiratet, best, mit Bernhard? Mit dem Mann? An und für sich 72 Jahre. 72 Jahre sind Sie? 72. Ja, wir waren vor der Hochzeit 4 Jahre zusammen und dann aus. Ja. Mein Mann ist an seinen 94. Geburtstag abends ist ins Schlafen. Oh, so alt ist er doch worden? Ja. 94. 94. Was ist der denn so wohl alt als sei? 5 Jahre. 5 Jahre älter? Ja. 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 Ich habe eine gute, kinderreiche Familie. Ja. Da bin ich 11 Kinder. Ja. Die sind nun alle weg, da bin ich bis auf eine Schwägerin lebt noch. Aber ich habe gerade alle überlebt. Ja. Der war toll. Ja. Das ist und da muss man noch dankbar sein. Der Körper, die Knochen will nachnehmen so, aber der Verstand funktioniert ja. Noch. Aber Sie sind ja noch geistig kalbiert ja. Und haben noch ein bisschen Interesse, ne? Sie interessieren sich auch noch für Feldbahn. Was denn? Sie interessieren sich auch noch für Feldbahn. Ja, überall, ja. Wenn Weltmeisterschaften sind? Ja. Ich fällt noch einmal, ich mit meiner Mutter, glaube ich, in große Feen und da hatten unsere verloren. Und da habe ich geheult. Du bist ja verloren, sagt Opfer, denke ich, Opfer sagt er nicht mehr. Ja. Also man hat das miterlebt, ne? Ja. Ja, ja. Ja. Müsste gut, dass es Radio gibt, ne? Ja. Fernsehen gucken kann ich nicht mehr. Und will nicht mehr. Und das, da gibt es kein Mittel für. Nee. Aber mit Radio, dann können Sie Ihre Unterhaltung ja, darum hören. Ja, darum eben. Können Sie hören.
Piggy kam rein. Ja, ich habe noch zwei Brüder, aber der eine ist auch in Heim. Die Frau ist so froh für Stürme und alles und die kann nichts mehr sehen und ist sogar ein bisschen dünn an der Levitnie. Ja. Ja, aber nein, Gott sei Dank. Ja. Ja, so ist das Leben, wa? Und her Tochter, die kommt halt auch in Behör? Ja, Christa, die wohnt in der Nähe. Ja. Die macht morgens in der Nähe. Ja. Da trinken sie denn im Tasche Tee mit? Was denn? Da trinken sie denn im Köpke Tee mit? Ja. Ja. Und er lest noch eine Zeitung für? Ja. Ja, schade nicht, ich habe immer so viel und so gerne gelesen und kann es nicht mehr. Du gehst nicht mehr, nein. Hey. Nee, aber... Ich bin noch gut in die Schule und alles, was ich erhaschen konnte, zuletzt bin ich dann ein Baum und Baumtrappen, das wollte mich mal nicht finden. Ja. Was soll Mama denn lesen, das ist tief für Kleinen, ne? Mit Arbeit vor. Ja. Damals hätte ich Herr Harig auch mal weiter lernen möchte, ja. Wird man sagen, aber damals mussten die Eltern, die wir noch die meisten alle Kinder reichen, ja. Alles selber bezahlen und da fehlt den Leuten Landwirtschaft, da fehlt das Geld auch nicht. Das ging gar nicht. Was denn? Das ging dann gar nicht. Das ging gar nicht, ne? Ja. Nee, aber so ist das Leben. Ja. Mit Höhen und Tiefen hängen. Das kann man wohl aber sagen. Sie hat ja nun noch einen ganz neuen Ruhesitz in Verbindung mit ihrer Familie. Ja. Und wenn Kinder auf sie kommen, ist neu. Warum? Und wenn sie mit Kindern sind. Ja. Und haben dort auch heute zu Hause und fallen sie wohl. Eine große Familie, ne? Ja, dann ist das auch ja heil neu, ne? Ja. Oh, ich habe immer noch ein paar Hühner. Ja. Dann habe ich selber Eier. Ja. Und vor Jahren, wie mein Mann noch lebte, dann hatten wir, freitags war, dann hatten wir meistens 5 Stellen. Und in dem Eimer waren dann etwas 10 oder so Eimer und dann sind wir dann so rumgefahren. Ja. 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 Aber dann, so aber da, dann so, wir waren, so, ja. Wir haben ein langes, schönes Leben gehabt. Ja. Da kann man dankbar gewesen, ja? Mehr kann man nicht verlangen sein, ja? Und damit will ich dann uns Gespräch von da beenden. Ja. Ne? Ja. Wir wünschen dir viel Gesundheit wiederhin. Ja. Und noch viel Freude an deine Kinder und Enkelkinder. Ja, es ist bloß schade wegen der Augen. Da gibt es noch nichts mehr. Ne? Da muss man so mit leben. Ne? Das ist keine Brillen. Ich habe so gern und viele gelesen. Und das ist mal für wenig. Mal für wenig, ja. Aber na. Ja. Doch gibt den Radio. So ist ja. Dann wird man noch alles, ne? Dann wird man noch was geworden, ne? Darum eben. Ja, 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 ganz große Fame, ja. Onkel Arno und diesen Ahlberg. Ahlberg, ja. Onkel Arno kam dann ein Bier aus. Dann haben wir zusammen Tee getrunken und alles, ne? Ja. Und schon das Ahlberg war. Ja. Ja, Frau Ferris, ich bedanke mich für das Gespräch. Ja, ne? Und alles Gute wieder für heute, ne? Alles Erinnerung, ne? Ja.